Würdest du bitte Wulminein nicht hier essen? Bring's doch wieder raus, Schatzilein. Das ist doch eine Babymaus, Schatzi. Das kannst du doch nicht machen. Guck mal, wie klein die ist. Leute, guckt mal. Er kommt hier rein, miauend. Jau. Boah, jetzt. Ich hab's knacken gehört. Ach, Wulmi. Okay, jetzt bitte iss den Rest dann auch noch auf. Ist ja nicht so, dass du nichts zu essen zu Hause bekommst. Ich habe dir doch eben gerade was zum Fressen gegeben. Okay. Und wieso konntest du sie nicht draußen fressen? Ist das gerade dein Ernst? Wulmi. Du hast doch gerade eine Maus gegessen. Dalli! Morgen! Komm! Komm, mein Schatz. Ja, ich bin hier. Komm her. Komm, mein Baby. Ja, ich warte schon auf dich. Ja. Komm hier hoch. Komm. Ne, komm hoch. Hallo. Na, hi. No. Kuschi? Kuschilein. Hallo, Prinzessin. Hallo. Na? Genießt du die Sonne? Hm? Komm mal. Komm mal. Ja, komm. Hast du gerade mit Bali gespielt, hä? Bist du Bali hinterher gerannt, Schätzi? Ja? Wolltest du in seinen Popo beißen? Ja. Ui. Ui. Baby. Der macht doch gar nichts, Kuschi. Fress nicht zu viel Gras, Buggy. Das gibt wieder Bauchschmerzen. Ein bisschen Spirale spielen. Kuschi rennt der Spirale hinterher. Ja. Ja. Das ist schön hier draußen. Guck mal, jetzt der Rasen wurde gemäht, wie der jetzt aussieht. Richtig trocken. Kipperli. Kuschelein. Willst du Spirale spielen? Soll ich die nochmal werfen? Brauchst du nicht abhauen. Sich streckt. Auch wie der sich streckt. Auch wie der sich streckt. Keine Lust auf Spirale spielen heute. Okay. Guck mal, was ich hier habe. Ja, ich habe ein Schlecki für dich. Ich habe ein Schlecki für dich. Langsam. Das ist schnell rausgekommen. Hier.
Ist das gut? Ja. Jetzt leer. Kuschilein, hast du Hunger? Komm. Wie man unschwer erkennen kann, ich bin auf der Arbeit. Der Jengs ist jetzt ins Training gegangen. Ich wollte mal eine ganz kurze Anmerkung machen. Und zwar lese ich des Öfteren jetzt Kommentare wie, ja, der Bali schreit ja die ganze Zeit rum, deswegen geht die Kuschi und der Wulmi raus. Es liegt alles am Bali, dem Schreihals. Bei einigen weiß ich, dass das Spaß ist. Und es kommt auch immer darauf an, wie man das rüberbringt. Ob man das mit einem Smiley schreibt oder ob man das mit ganz vielen Ausrufezeichen schreibt. Also man muss auch versuchen, ein bisschen die Kommentare zu differenzieren, ja. Aber des Öfteren sind mehr bösere Kommentare dabei, was Bali betrifft. Und ich möchte eins dazu sagen, ich werde jetzt jeden Kommentar bzw. auch jeden Abonnenten entfernen, der irgendwas gegen Bali sagt. Also nicht direkt was gegen Bali sagt, aber gegen die Situation gegenüber Wulmi und Kuschi. Weil Kommentare wie, die gehen ja raus wegen Bali, was gar nicht die Wahrheit ist. Also der Wulmi war auch letztes Jahr, diejenigen, die mich schon länger verfolgen, wissen das auch. Der Wulmi ist im Sommer immer draußen unterwegs, tagelang. Und Kuschi geht ja so gut wie gar nicht raus. Und wenn sie dann mal draußen ist, bin ich froh. Und wenn sie rausgeht, hat das nichts mit Bali zu tun. Ich wollte nur mal kurz sagen, dass diese Kommentare von mir entfernt werden, weil solche Abonnenten brauche ich nicht auf meinem Kanal. Das wollte ich einfach nur mal ganz lieb mitteilen. Also entweder akzeptiert ihr die Situation so, wie sie ist, denn allen Katzen geht's gut. Ich weiß nicht, was bei manchen das Problem ist. Hetzereien und irgendwie versuchen, Bali schlecht zu machen auf Wulmis und Kuschis Rücken, sag ich mal, das lasse ich halt nicht zu. Das soll jetzt hier auch keine Rechtfertigung sein oder sonst irgendwas. Es ist mir halt nur jetzt vermehrt aufgefallen in letzter Zeit. Und ja, der Bali miaut. Ja, er miaut viel. Aber ihr seht halt nur von 24 Stunden gerade mal so 10, 12 Minuten am Tag. Er miaut ja nicht die ganze Zeit. Der Tag hat 24 Stunden und die Katze ist nicht permanent am Durchmiauen. Meistens miaut er halt, wenn ich in der Nähe bin. Das ist halt diese Rasse ist halt bekannt dafür, dass er gerne mit seinem Menschen redet. Und der mag das halt auch, unterhalten zu werden. Und deswegen muss ich ihm das auch geben. Kuschi und Wulmi hauen nicht ab wegen Bali oder sonst irgendwas. Wulmi geht immer raus. Ihr wisst das auch alle. Und Kuschi ist die ganze Zeit eigentlich mit Bali zu Hause. Und der Bali geht ja jetzt auch öfters raus. Ich lasse ihn sehr oft im Garten und er bleibt auch die ganze Zeit im Garten. Er haut auch nicht ab. Und manchmal gehe ich dann auch eine größere Runde mit ihm spazieren. Also er sucht schon so die Nähe zum Menschen und hat gar nicht so das Verlangen rauszugehen. Klar, da ist 2-3 Mal ausgebüxt, da war der unterwegs. Das war auch dann meistens abends, wenn es dunkel gewesen ist. Da ist auch alles schön ruhig und da hat er so bestimmt irgendwie Sachen entdeckt, die ihm gefallen haben. Aber ansonsten ja. Bali ist halt nun mal ein Bengale. Ist natürlich anders wie jetzt der Wulmi oder die Kuschi. Das ist eine, kann man gar nicht miteinander vergleichen. Und er braucht halt auch diese Beschäftigung und die kriegt er natürlich auch von mir. Wir versuchen alles so angenehm wie möglich für jede Katze zu gestalten. Und ja, das wollte ich einfach nur mal ganz kurz loswerden. Das sind für mich keine Abonnenten, das sind einfach nur Menschen, die irgendwie versuchen wollen, Unruhe reinzubringen. Und ich habe mich ja damals immer sehr auf negative Kommentare eingelassen. Das mache ich ja jetzt gar nicht mehr. Also ich schütze mich dann selber damit und entferne dann diesen Kommentar einfach und lasse mich gar nicht darauf ein. Und ich frage mich, warum guckt ihr überhaupt meine Videos, wenn ihr Bali überhaupt nicht mögt? Also diese Leute kommen auch nur auf die Videos drauf, wo ich jetzt schreibe, das ist Tierquälerei, dieser Bengal oder dieser Kater schreit die ganze Zeit lauthals durch die Gegend. Dann kommen diese Menschen erst und schreiben so Kommentare, wo ich mir so denke, bei anderen Videos kommt ihr nicht und schreibt irgendwas, ne? Also, keine Ahnung, es ist irgendwie so, die Menschen stehen auf Drama und das merkt man so richtig. Aber so ist die Social-Media-Welt nun mal, ne? Also man kann es nie jedem recht machen und immer hat jemand irgendwie was zu meckern oder weiß irgendwas besser und ach, keine Ahnung, es ist manchmal wirklich anstrengend und deswegen versuche ich halt diese Kommentare einfach auszublenden. Es ist manchmal nicht so einfach, also früher, wie gesagt, bin ich ja richtig auf negative Kommentare abgegangen. Musste das alles auch erstmal irgendwie erlernen, weil ja, du stehst im öffentlichen Leben und natürlich kommt dann auch der ein oder andere Kommentar.
Ich bin auch gerne für Kritik offen, aber es soll halt auch konstruktive Kritik sein und kein Angriff sein. Also das ist auch immer, muss man auch irgendwie so ein bisschen versuchen, die goldene Mitte zu finden. Und da man sich ja auch nicht persönlich miteinander unterhalten kann, ist es halt auch immer ganz wichtig beim Schreiben, beim Verfassen der Kommentare, versuchen mit Smileys zu arbeiten, dass man da halt nichts Falsches irgendwie rüberbringt. Also das lege ich auch jedem ans Herz. Wenn ihr versucht, irgendwas rüberzubringen, dann schaut darauf, dass ihr gewisse Smileys verwendet, dass man das einfach besser verstehen kann. Es ist halt keine Mimik und keine Gestik dabei. Deswegen wird auch sehr oft vieles falsch verstanden. Was ich noch sagen wollte, ich habe Geschenke bekommen. Beziehungsweise die Kushi hat Geschenke bekommen. Hier sind die Geschenke. Das weiß ich, das ist von Belinda. Die anderen beiden habe ich mir noch nicht genau angeschaut. Einmal von Maike und einmal von Laschetski. Ah, weiß ich nicht ganz genau. Die schauen wir uns auf jeden Fall alle zusammen an Kushis Geburtstag an. Vielen, vielen Dank erstmal dafür, aber da wird natürlich nochmal ein anderes Video kommen. Ja, Leute, ich werde jetzt mal ein bisschen was arbeiten, obwohl ich gar keine Lust habe, aber was muss, das muss. Morgen ist ja der Tag vor Feiertag. Ich hoffe, dass heute mal ein bisschen mehr los sein wird und morgen auch. Ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und wir haben euch lieb und bis zum nächsten Mal. Tschüss!